Er führt mit seiner Videokamera Tagebuch. Antonella will er etwas zeigen, das er nie zuvor bei seinen sonst so ausgelassenen Wahlen beobachten konnte. Was für eine Überraschung. Die Wale sind da, du kommst gerade recht. Da vorne siehst du einen. Hier Scharfstellen. Okay. Und kennst du sie? J1 ist der mit der Zeichnung auf der Finne. Okay. Wenn wir fertig sind, gehen wir rein. Ken ist gespannt, was Antonella zu seinen Aufnahmen sagen wird. Er wertet seine Bänder jeden Tag aus. Das hier ist vom Mai 2003. Da gab es eine U-Boot-Jagd mit Sonareinsatz. Da hinten ist die Schub, ausgerüstet mit Sonar. Und man hört es? Ja. In der Übung schaltet der Zerstörer Schub sein Sonar ein. Ken dokumentiert alles. Selbst Meilen entfernt ist das Sonar so laut, dass seine Unterwassermikrofone übersteuern. Guck dir das an. Das ist verrückt. Wenn sie sich so wälzen, zeigt das eindeutig, dass es ihnen sehr schlecht geht. Nun kommt die Schub langsam näher. Der Lärmpegel steigt. Über Stunden winden sich die Wale in größter Qual. Wohin sollen sie sich retten? Der Lärm ist überall. Whale Watcher, die in der Nähe sind, versuchen, den Zerstörer anzufunken. Kens Nerven liegen blank. Die Wale schwimmen direkt auf die Küste zu. Ob sie stranden werden? Der Zerstörer antwortet den Whale Watchern, es sei alles in Ordnung. Der Mindestabstand von 2 Kilometern sei eingehalten. Im letzten Moment drehen die Wale ab. Jetzt endlich gelingt ihnen die Flucht. Ken atmet auf. Noch schlimmer trifft es bei dieser Übung die sonst ganz ruhigen kleinen Schweinswale. In ihrer Panik fliegen sie förmlich über das Wasser. Nach dem Manöver findet man einige von ihnen tot am Strand. Von außen gibt es nur eine einzige sichtbare Verletzung. Die feinen Adern ihrer Augen sind geplatzt. Ein Indiz für einen Sonarunfall? Ken darf bei der Autopsie nicht dabei sein. Diese Videoaufnahmen dringen nach draußen. Die Untersuchungen bleiben ohne Ergebnis. Insgesamt stranden 11 Schweinswale. Und immer ist es das gleiche Bild. This is one of the sonar porpoises from Harrow Strait. Dieser Schweinswal wurde in der Harrow Strait von Sonar getroffen. Der gefärbte Bereich am Grund des Gehirns sind Blutergüsse. Ken nimmt den Schädel eines Grindwals zur Hilfe. Auf der anderen Seite, wo die Ohrknochen und andere feine Strukturen sind, waren alle Hohlräume mit Blut gefüllt. Ken hat das gleiche Bild schon einmal gesehen, und zwar auf den Bahamas. Hier fand eine Forscherin, die im Auftrag der Regierung arbeitet, ähnlich merkwürdige Blutungen. Sie lagen im Ohr und entlang des Unterkiefers, der ebenfalls ein Teil des sensiblen akustischen Systems ist. Es folgt deshalb eine weitere Untersuchung im Labor. In der Computertomographie wurden dann Hirnblutungen sichtbar. Die Schattierungen zeigen Blutansammlungen, wo keine sein dürften. Überall Blut? Ja. Was war geschehen? Der 17. März 2000 beginnt wie ein ganz gewöhnlicher Tag. Doch dann geschieht etwas Besonderes. Normalerweise sehr scheu, posieren die Schnabelwale plötzlich wie Filmstars und lassen sich bereitwillig aufnehmen. Sonst in Wassertiefen von 1000 Metern und mehr zu Hause, tauchen sie plötzlich nahe am Ufer auf und bewegen sich merkwürdig. Warum die Zutraulichkeit? Ken wird misstrauisch. Was geht da unter Wasser vor? Plötzlich hört er Sonar.
Zu diesem Zeitpunkt ist noch wenig über Walstrandungen nach Sonareinsätzen bekannt. Die Tiere kommen immer näher, fast als ob sie Schutz suchten. Der erste Wal ist im flachen Wasser. Hat sich dieser Schnabelwal freiwillig auf Grund gesetzt? Ken ist alarmiert. Seit Jahren verbringt er die Wintermonate mit diesen Meeressäugern. Aber so etwas gab's noch nie. Dann schwimmt der Wal endlich wieder ins Tiefe hinaus. Trotzdem stimmt hier etwas nicht. Sie macht einen verwirrten Eindruck. Das ist eine Walkuh, ein Jungtier. Doch so schwimmt kein gesunder Wal. Was ist hier los? Eine Weile bewegt sich das Tier in Richtung offener Ozean. Kurz darauf stoppt es plötzlich, als ob es keinen Willen mehr hätte. Am Strand hat sich ein weiterer Wal ins Flache verirrt. Die Sonne brennt. Wasser und Laken lindern da nur kurzfristig. Was tun? Die Helfer sind hilflos. Wenige Meilen weiter dümpelt ein Dritter. Auch er will nicht zurück in die Tiefsee. Vielleicht ahnt das wehrlose Tier, dass dort Haie lauern? Dann sucht noch ein vierter Schutz. Wieder bemühen sich die Helfer verzweifelt. Kurz darauf gibt es den ersten Toten. Ein von Haibissen übersäter Kadaver wird an den Strand gespült. Es werden noch 16 weitere gefunden. Weil viele Inseln der Bahamas unbewohnt sind, fliegt Ken mit seinen Freunden entlegene Strände ab. Vielleicht liegen dort noch mehr Tiere, denen geholfen werden muss? Doch die Forscher kommen zu spät. Entsetzt sehen sie einen Wal neben dem anderen leblos im Sand liegen. Sie zählen immer mehr. Zuerst ist es nur eine Ahnung. Doch beim Weiterflug wird alles klar. In den Gewässern kreuzt eine englische Fregatte vom Typ 23, ausgerüstet mit aktivem Sonar für die U-Boot-Jagd. Dann taucht ein amerikanischer Zerstörer auf. Auch er hat ein Sonarsystem an Bord. Später leugnet die US Navy, an diesem Tag vor den Bahamas ein Manöver abgehalten zu haben. Das ist der Zerstörer 970, ein Zerstörer des Bruins Class der US Navy. Regierungsstellen drängten Ken zum Schweigen. Trotzdem ging er an die Öffentlichkeit. Nun musste sich die Navy erklären. Am 17. März 2000 sind vor den Bahamas 6 Schiffe auf der Jagd nach einem U-Boot, das sich in einem 100 Kilometer breiten Untersee-Canyon versteckt. Sie haben ihr aktives Sonar eingeschaltet. Warme Wasserschichten liegen hier auf kalten. Der Schall wird an den Grenzschichten reflektiert. So entstehen Schallkorridore, in denen der Lärm noch in 150 Kilometer Entfernung zu hören ist. Er hat die vielfache Lautstärke eines startenden Jets. Der vom Meeresboden reflektierte Schall ist zusätzlich als Echo zu hören. Spätestens jetzt verwandelt sich das Bahamas-Becken in ein akustisches Chaos. Für hochsensible Wale die Hölle. Zahlreiche Tiere kommen ums Leben. Und die gestrandeten Wale sind nicht die einzigen Opfer. Viele Wale werden weit vor der Küste vom Sonar getroffen und dann vermutlich von Haien gefressen. Auch der Rest der Gruppe, die Ken noch vor kurzem gefilmt hat, bleibt für immer verschollen.